Nun befinden wir uns im Palais des Herrn von Faninal. Alles ist in Erwartung des Rosenkavaliers. Faninal selbst ist gerade im Begriff, sich von seiner Tochter Sophie zu verabschieden. Ein ernster Tag, ein großer Tag, ein Ehrentag, ein heiliger Tag. Sophie küsst ihm mit großer Ehrerbietung die Hand und Marianne, die Duenja, ruft vom Fenster her: Der Josef fährt vor mit der neuen Karosse, hat himmelblaue Vorhänge, vier Apfelschimmel sind dran. Der Haushofmeister mahnt Faninal: Ist höchste Zeit, dass euer Gnaden fahren. Der hochadelige Bräutigamsvater sagt, die Schicklichkeit muss ausgefahren sein, bevor der silberne Rosenkavalier vorfahrt. Wär nicht geziemend, dass sie sich vor der Tür begegneten. Während Lakaien die Türen öffnen, seufzt Faninal: In Gottes Namen, wenn ich wiederkomme, so führe ich deinen Herrn zukünftig bei der Hand. Den edlen und gestrengen Herrn von Lerchenau. Aber Faninal ist schon auf und davon die Treppen hinunter. Jetzt steigt er ein. Der Xaver und der Anton springen hinten auf. Der Stolper schreit den Josef seine Peitsche. Alle Fenster sind voller Leib. In dieser feierlichen Stunde der Prüfung, da du mich, o mein Schöpfer, über mein Verdienst erhöhen und in den heiligen Ehestand führen willst, opfere ich dir in Demut mein Herz in Demut auf. Die Demut in mir zu erwecken, muss ich mich demütigen. Die halbe Stadt ist auf die Füße. Aus den Seminaren schauen die Hochwürdigen von den Balkonen. Ein alter Mann sitzt oben auf der Laterne. Demütigen und recht bedenken. Die Sünde, die Schuld, die Niedrigkeit, die Verlassenheit, die Anfechtung. Die Mutter ist tot und ich bin ganz allein. Für mich selbst stehe ich ein. Aber die Ehe ist ein heiliger Stand. Er kommt in zwei Karossen. Die erste ist vierspännig, die ist leer. In der zweiten sechsspännig sitzt er selber, der Rose. Ich will mich niemals meines neuen Standes überheben. Da werden die Stimmen der Laufer vernehmbar. Mich überheben? Was rufen denn die? Den Namen vom Rose. Die Lakaien springen rückwärts an. Werden Sie meinen Bräutigam seinen Namen auch so ausrufen, wenn er angefahren kommt? Sie reißen den Schlag auf. Er steigt aus. Ganz in Silberstücke sah er mich. Von Kopf zu Fuß. Wie ein heiliger Engel schaut er aus. Herrgott im Himmel. Ich weiß, der Stolz ist eine schwere Sünde. Aber jetzt kann ich mich nicht demütigen. Jetzt geht's halt nicht. Denn das ist ja so schön. So schön. Währenddem ist Octavians Dienerschaft in seinen Farben weiß mit blassgrün eingetreten. Dann Octavian, die Rose in der Rechten. Er geht mit adeligem Anstand auf Sophie zu, aber sein Knabengesicht ist von seiner Schüchternheit gespannt und gerötet. Sophie ist vor Aufregung über seine Erscheinung und die Zeremonie leichenblass. Sie stehen einander gegenüber und machen sich durch ihre Verlegenheit und Schönheit noch verwirrter. Mir ist die Ehre widerfahren, dass ich der hoch- und wohlgeborenen Jungfer Braut in meines Herrn Vetters Namen, dessen zu Lerchenau, die Rose seiner Liebe überreichen darf. Ich bin euer Liebten sehr verbunden. Ich bin euer Liebten in aller Ewigkeit verbunden. Sophie nimmt die Rose nach einer Pause der Verwirrung. Hat einen starken Geruch, wie Rosen, wie lebendige. Ja, ist ein Tropfen persischen Rosenöls da reingetan. Wie himmlische, nicht irdische. Wie Rosen vom hochheiligen Paradies. Ist ihm nicht auch? Octavian neigt sich über die Rose. Dann blickt er auf ihren Mund. Ist wie ein Gruß vom Himmel. Ist bereits zu stark, als dass man's ertragen kann. Zieht einen nach, als legen Stricke um das Herz.
Wo war ich schon einmal und war so selig? Wo war ich schon einmal und war so selig? Dahin muss ich zurück und müsste ich völlig sterben auf dem Weg. Allein ich sterb ja nicht. Das ist ja weit. Ist Zeit und Ewigkeit in einem seligen Augenblick. Den will ich nie vergessen, bis an meinen Tod. Ich war ein Bub, da habe ich die noch nicht gekannt. Wer bin denn ich? Wie komme denn ich zu ihr? Wie kommt denn sie zu mir? Wäre ich kein Mann, die Sinne möchten mir vergehen. Das ist ein seliger Augenblick. Den will ich nie vergessen, bis an meinen Tod. Sophie schüttelt ihre Versunkenheit ab und reicht die Rose der Marianne, die sie ins Futteral schließt und dem Haushofmeister übergibt, der mit den Fanninalschen Bedienten den Saal verlässt. Sophie und Octavian stehen einander gegenüber, einigermaßen zur gemeinen Welt zurückgekehrt. Auf eine Handbewegung Sophies nehmen sie Platz. Es gleichen die Duenja. Ich kenne ihn schon recht wohl, Mokusa. Sie kennt mich, ma Cousine. Ja, aus dem Buch, wo die Stammbäume drin sind. Dem Ehrenspiegel Österreichs. Das nehme ich immer abends mit ins Bett und suche mir meine künftige Verwandtschaft drin zusammen. Tut sie das, ma Cousine? Ich weiß, wie alt euer Liebten sind. 17 Jahre und 2 Monate. Ich weiß all ihre Taufnamen. Octavian, Maria Ehrenreich, Bonaventura, Fernand, Hyacinthe. So gut weiß ich sie selber nicht einmal. Ich weiß noch was. Was weiß sie noch? Sag sie mir's, ma Cousine. Kalke. Weiß sie den Namen auch? So nennen ihn halt seine guten Freund. Und schöne Damen, denke ich mir, mit denen er recht gut ist. Ich freue mich aufs Heiraten. Freut er sich auch darauf? Oder hat er leicht noch gar nicht dran gedacht, mon Cousin? Denk er, ist doch was anderes als der ledige Stand. Wie schön sie ist. Freilich, er ist ein Mann, da ist er, was er bleibt. Ich aber brauche erst einen Mann, dass ich was bin. Dafür bin ich dem Mann dann auch gar sehr verschuldet. Mein Gott, wie schön und gut sie ist. Sie macht mich ganz verwirrt. Und werde ihm keine Schand nicht machen. Und meinen Rang und Vortritt. Tät eine, die sich besser dünkt, als ich in mir bestreiten, bei einer Kindstauf oder Leich. So will ich, wenn es sein muss, meiner Seele ihr beweisen, dass ich die Vornehmere bin und lieber alles hinnehme, wie Kränkung oder Ungebühr. Wie kann sie denn nur denken, dass man ihr mit Ungebühr begegnen wird, da sie doch immer die Schönste, die Allerschönste sein wird? Lacht er mich aus, mon Cousin? Wie? Glaubt sie das von mir? Er darf mich auslachen, wenn er will. Von ihm lasse ich alles mir gern geschehen, weil mir noch nie ein junger Kavalier von nähem oder weitem allzu wohlgefallen hat wie er. Jetzt aber kommt mein Herr Zukünftiger. Faninal führt den Baron zeremoniös über die Schwelle und auf Sophie zu. Die lerchenauische Livree folgt auf Schritt und Tritt, zuerst der Almosinier mit dem Sohn und Leibkammerdiener. Dann folgt der Leibjäger mit einem ähnlichen Lümmel, der ein Pflaster über der eingeschlagenen Nase trägt. Und noch zwei von der gleichen Sorte, vom Rübenacker her in die Livree gesteckt. Alle tragen, wie ihr Herr, Myrtensträußchen. Ich präsentiere euer Gnaden, der Zukünftige. Deliziös. Mach ihm ein Kompliment. Er küsst Sophie die Hand. Ein feines Handgelenk. Darauf halte ich gar viel. Ist unter Bürgerlichen eine seltene Distinktion. Gestatten, dass ich die getreue Jungfrau Marianne Leibmetzerin... Lass er das weg. Hm. Begrüße jetzt mit mir meinen Herrn Rosenkavalier. Was sind das für Manieren, Marianne? Ist er leicht ein Rosttauscher? Und kommt ihm vor, er hätte mich eingekauft? Ein Kavalier hat halt ein ungezwungenes, leutseliges Betragen. Sag dir vor, wer er ist und zu was er dich macht. So werden dir die Faxen gleich vergehen. Ist kurz zum Staunen, wie der junge Herr jemand gewissem ähnlich sieht. Hat ein Bastardl recht, ein sauberes zur Schwester. Ist kein Geheimnis unter Personen von Stand, ob's aus der Fürstin eigenen Mund. Und weil der Faninal sozusagen jetzt so zu der Verwandtschaft gehört, macht dir kein Debüt, darum Rofrano, dass dein Vater ein Streichmacher war.
befindet sich dabei in guter Kompanie, der selige Marchese, ich selber exkludiere mich nicht. Seh, Liebten, schau dir dort den Langen an, den Blonden, hinten dort bei den Lakaien. Ich will ihn nicht mit Fingern weisen, aber er sticht wohl hervor durch eine adelige Kontenance. Ist auch er ein ganz besonderer Kerl. Sag's nicht, weil ich der Vater bin und so faustdick hinter den Ohren. Jetzt lässt er mich so stehen, der grobe Ding. Und das ist mein zukünftiger. Und blattersteppig ist er auch, oh mein Gott. Na, wenn er dir von vorne nicht gefällt, der Jungfer Hochmut, so schau ihn dir von rückwärts an. Da wirst du was sehen, was dir schon gefallen wird. Möcht wissen, was ich da schon sehen wird? Dass es ein kaiserlicher Kämmerer ist, den dir dein Schutzpatron als sein Gemahl spendiert hat, das kannst du sehen mit einem Blick. Wir lieben jetzt vielleicht, ist ein alter Dokreier. Brav, Faninal. Er weiß, was ich gehört. Serviert einen alten Dokreier zu einem jungen Mädel. Ich bin mit ihm zufrieden. Ja, weißt, Väter Tafel muss denen Bagatelladeligen immer zeigen, dass nicht für uns das Gleichen sich ansehen dürfen, wo sie immer was von herablassen dabei sein. Ich muss deine Liebten sehr bewundern. Hast wahrhaft große Weltmanieren. Könntest einen Ambassadeur vorstellen, heute wie morgen. Ja, ja. Ich hol mir jetzt das Mädel her. Soll uns jetzt Konversation vormachen, damit ich sehe, wie sie beschlagen ist. Eh bien, nun, plauder sie uns eins. Mir und dem Vetter Tafel, sag sie heraus, auf was sie sich heute in der Ehe am meisten freut. Wo denkt er hin? Ah, wo ich hindenk. Komm sie da ganz nah zu mir, dann will ich ihr gleich erzählen, wo ich hindenk. Wäre leicht präferabel, dass man wegen ihrer den Zeremonienmeister sollte hervortun, mit mi pardon und Devotion, geht da weg und hab Respekt. Wahrhaftig und ja. Gefiele mir das besser? An mir nicht! Das sieht sie mir ganz und gar nicht. Bin einer biedern und offenherzigen Galanterie recht zugetan. Er macht Anstalt, sie zu küssen. Sie wehrt sich energisch. Wie ist mir denn? Da sitzt ein Lerchenau und karessiert in Ehrbarkeit mein Soffel, als wäre sie ihm schon angebraut. Und da steht ein Hofrano, grad als müsse so sein. Ein Graf Hofrano, sonst nix. Der Bruder vom Marchese, Oberstrosses. Das ist ein Kerl, der Baron. Dem möchte ich wohl begegnen mit meinem Degen da. Wo ihn kein Wort erscheinen hört, ja, das ist alles, was ich möchte. Da geniert sie sich gleich vor dem Vetter Tafel, da hat sie Unrecht. Lass ja doch, wir sind nicht so vertraut. In der großen Welt, wo doch die hohe Schule ist für Manieren, da gibt's frei nichts, was man nicht willig pardonieren tät, wenn's nur mit einer adligen Noblesse und richtigen Galanterie vollführend wird. Er wird immer zärtlicher, sie weiß sich kaum zu helfen. Wär nur die Mauer da von Glas, dass alle bürgerlichen Neidhammen von Wien so auf mir uns beisammen sitzen sehen. Ja, dafür wollte ich mein Lerchenfelder Eckhaus geben meiner Seele. Dass ich das Mannsbild sehen muss, so frech, so unverschämt mit ihr. Ich büße alle meine Sünden ab. Dann könnte ich hinaus und fort von hier. Ihr hört doch jetzt um mir. Ganz meine Maßen schultern wie ein Händel. Geht alles recht. Sei sie gut. Geht alles so wie am Schnürl. Und mager noch, das macht nichts. Aber weiß mit einem Glanz darauf, wie ich ihn estimiere. Ich hab heute ja ein lerchenaues Glück. Sophie reißt sich los. Ist sie ein rechter Kaprizenschädel? Steigt ihr das Blut gar in die Wangen, dass man sich die Hand verbrennt? Lass ja die Hand davon. Geht mir nichts drüber. Könnt mich mit Schmachterei und Zärtlichkeit nicht halb so glücklich machen, meiner Seele. Ich denke nicht daran, dass ich ihn glücklich mache. Sie wird es tun, ob sie daran wird denken oder nicht. Hinaus, hinaus und kein Adieu. Sonst stehe ich nicht dafür, dass ich nicht was Verwirrtes tue. Hat nie kein Mann dergleichen Reden nicht zu mir gefühlt. Ich möchte wissen, was ihn dünkt von mir und ihm. Was ist er denn zu mir? Wird kommen über Nacht, dass sie ganz sanft wird wissen, was ich bin zu ihr. Ganz wie es im Liedl heißt. Kennt sie das Liedl? Wie ich denn alles werde sein. Mit mir, keine Nacht dir zu lang. Da er sie fester an sich drückt, reißt sie sich los und stößt ihn heftig zurück. Sophie,
Ist recht ein familiärer Mann, der Herr Baron. Man delektiert sich, was er als für Einfälle hat. Wahrhaftig und ja. Ich hab heute ein leergenaues Glück. Gibt gar nichts auf der Welt, was mich so enflammiert und also vehement verjüngt, als wie ein rechter Trotz. Der Notar, dort gibt's Geschäften. Jetzt muss mich dispensieren. Bin dort von Wichtigkeit. Indessen, der Vetter Tafel leistet dir Gesellschaft. Wenn's jetzt belieben tät, Herr Schwiegersohn. Ja, natürlich wird's belieben. Hab nichts dawider, wenn du ihr möchtest Augen machen, Vetter Tafel. Jetzt oder künftig hin ist noch ein rechter Rührnicht an. Betracht's als förderlich, je mehr sie degurgiert wird, ist wie bei einem jungen, ungerittenen Pferd. Kommt alles dem Angetrauten letzterdings zu gut, wofern er sein ehrlich Privilegium zu Nutz zu machen weiß. Und der Baron geht gravitätisch, gefolgt von Faninal und dem Notar, ab. Marcousine, wird sie das Mannsbild da heiraten? Nicht um die Welt. Mein Gott, wäre ich allein mit ihm, dass ich ihn bitten könnte. Was ist, dass sie mich bitten möchte? Sag sie mir schnell. Oh mein Gott, dass er mir halt hilft. Und er wird mir nicht helfen wollen, weil er halt sein Vetter ist. Nein, ein Vetter aus Höflichkeit. Gott sei Lob und Dank, habe ihn vor dem gestrigen Tag nie gesehen. Quer durch den Vorsaal flüchten einige von den Mägden des Hauses, denen die lerchenauschen Bedienten auf den Fersen sind. Der faninalsche Haushofmeister kommt verstört hereingelaufen. Die Lerchenauschen sind voller Brandwein gesoffen und gehen aufs Gesinde los. 20 Mal ärger als Türken und Krobaten. Hol unsere Leute, wo sind denn die? Sie läuft mit dem Haushofmeister ab. Alles verliert sich. Sophie und Octavian bleiben allein. Zu ihm hätte ich ein Zutrauen, mon Cousin. So wie zu niemand auf der Welt. Dass er mir könnte helfen, wenn er nur den guten Willen hätte. Erst muss sie sich selber helfen, dann hilf ich ihr auch. Tun sie das erst für mich, dann tue ich was für sie. Was ist denn das, was ich zuerst tun muss? Das wird sie wohl wissen. Und was ist das, was er für mich tun will? Oh, sag er mir's. Nun muss sie ganz allein für uns zwei einstehen. Wie? Für uns zwei? Oh, sag es noch einmal. Für uns zwei. Ich habe im Leben so was Schönes nicht gehört. Für sich und mich muss sie sich wehren und bleiben, was sie ist. Sophie nimmt seine Hand, er küsst sie schnell auf den Mund. Ich muss jetzt als ihren Freund mich zeigen und weiß noch gar nicht wie. Mir ist so selig, so eigen, dass ich dich halten darf. Gib Antwort, aber gib sie mit Schweigen. Bist du von selber so zu mir gekommen? Ja oder nein? Du musst es nicht mit Worten sagen. Hast du es gern getan? Sag, oder nur aus Not so alles zu mir hergetragen, dein Herz, dein liebliches Gesicht. Sag, ist dir nicht das irgendwo in irgendeinem schönen Traum, das einmal schon so war? Spürst du's wie ich? Sag, spürst du's so wie ich? Ich möchte mich bei ihm verstecken und nichts mehr wissen von der Welt. Wenn er mich so in seinen Armen hält, kann mich nichts Hässliches erschrecken. Da bleiben möchte ich. Da. Und schweigen, was mir auch geschehe. Geborgen, wie der Vogel in den Zweigen stillstehen und spüren. Er ist in der Nähe. Mir müsste Angst und Bang im Herzen sein. Stattdessen fühle ich Freud und Seligkeit und keine Pein. Ich könnte es nicht mit Worten sagen. Habe ich was Unrechtes getan? Ich war halt in der Not, da war er mir nah. Da war es sein Gesicht, sein Auge, jung und licht, auf das ich mich gericht. Sein liebes Gesicht. Er muss mir seinen Schutz vergönnen. Was er will, werd ich können. Bleib er nur bei mir. Valzacchi und Anina sind lautlos hereingeschlichen und kommen langsam auf den Zehen näher. Octavian zieht Sophie an sich und küsst sie auf den Mund. In diesem Augenblick springen die Italiener vor, Anina packt Sophie, Valzacchi fasst Octavian. Herr Baron von Lerchenau! Herr Baron von Lerchenau! Herr Baron von Lerchenau, lauf und hole seine Gnade, schnell, nur schnell, ich muss halten diese Ehre! Lass dich die Fahnen aus, läuft sie mir weg! Herr Baron von Lerchenau! Herr Baron von Lerchenau, komm zu sehen, die Fahnen!
der junge Kavalier! Kommen eilig! Kommen hier! Ecco! Der Baron tritt aus der Tür. Die Italiener lassen ihr Opfer los, springen zur Seite, verneigen sich mit vielsagenden Gebärde. Sophie schmiegt sich ängstlich an Octavian. Eh bien, Mamsell. Was hat sie mir zu sagen? Nun, resolvier sie sich. Mein Gott, was soll ich sagen? Er wird mich nicht verstehen. Das werden wir ja sehen. Euer Liebten muss sich halt vermelden, dass sich in seiner Angelegenheit was Wichtiges verändert hat. Verändert? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum soll er es jetzt erfahren? Die Fräulein... Nein, er ist nicht faul, er weiß zu profitieren mit seinen 17 Jahren. Ich muss ihm gratulieren. Die Fräulein... Ist mir ordentlich, ich sehe mich selber. Muss lachen über den Filou, den Pudeljungen. Die Fräulein... Nein, sie ist wohl stumm und hat ihn angestellt für ihren Advokaten. Die Fräulein... Nein, ich bring den Mund nicht auf, sprech er für mich. Die Fräulein ist eine Kreuzerkomödie wahrhaftig. Jetzt echappier sich, sonst reißt mir die Geduld. Die Fräulein, kurz und gut, die Fräulein mag ihn nicht. Sei er da außer Sorg, wird schon lernen, mich mögen. Komm sie da jetzt hinein, wird gleich an ihrer sein, die Unterschrift zu geben. Um keinen Preis gehe ich an seine Hand hinein. Wie kann ein Kavalier so ohne Zartheit sein? Versteht er Deutsch? Die Fräulein hat sich resolviert. Sie will euer Gnaden ungeheirat lassen, in Zeit und Ewigkeit. Mankare, Jungfernred, ist nicht gehauen und nicht gestochen. Verlaub sie jetzt. Wenn nur so viel in ihm ist von einem Kavalier, so wird ihm wohl genügen, was er gehört hat von mir. Gratuliere sie sich nur, dass ich ein Auge zudruck. Daran mag sie erkennen, was ein Kavalier ist. Ich achte ihn mitnichten für einen Kavalier. Wahrhaftig wüsste ich nicht, dass er mich respektiert. Und wäre er nicht verwandt, es wäre mir jetzt so schwer, dass ich mit ihm nicht übereinander käme. Komm Sie, gehen zum Herrn Vater dort hinüber, ist bereits der nähere Weg. Ich hoffe, er kommt viel mehr mit mir jetzt in das Haus. Ist dort ein recht bequemer Garten. Bewahre, wäre mir jetzt so nicht genehm, lass um alles den Notare nicht warten, wäre gar ein Affront für die Jungfer Braut. Beim Satan, er hat eine dicke Haut. Ich schreie sie ihm jetzt in sein Gesicht. Ich achte ihn für einen Filou, einen Mitgiftjäger. Sophie reißt sich vom Baron los. Einen durchtriebenen Lügner und schmutzigen Bauer, einen Kerl ohne Anstand und Ehre. Und flüchtet zu Octavian. Und wenn es sein muss, gebe ich ihm auf den Fleck die Leer. Was so ein Bub in Wien mit 17 Jahren schon für ein vorlaut Mundwerk hat. Doch Gott sei Lob, man kennt in hiesiger Stadt den Mann, der vor ihm steht, heut bis hinauf zu kaiserlicher Majestät. Man ist heut, was man ist und braucht sich zu beweisen. Das lasse sich gesagt sein und gib mir den Weg da frei. Die leichenauische Livree ist vollzählig in der Mitteltür aufmarschiert. Wär mir wahrhaftig leid, wenn meine Leute da hinten... Ach, und da steht, dass ich seine Bedienten hineinzumischen in unseren Streit. Jetzt ziehe oder gnad in Gott. Die Leichenauischen, die schon einige Schritte vorgerückt waren, werden durch diesen Anblick einigermaßen unschlüssig. Was wird denn jetzt geschehen? Vor einer Dame, pfui, so sei er doch gescheit. Octavian fährt wütend auf ihn los. Der Baron zieht, fällt ungeschickt aus und hat schon die Spitze von Octavians Degen im Oberarm. Die Leichenauischen stürzen vor. Mord, mein Blut! Zu Hilfe, Mörder! Die Wiener stürzen alle zugleich auf Octavian los. Dieser springt nach rechts hinüber und hält sie sich vom Leib, indem er seinen Degenblick schnell um sich kreisen lässt. Valzacchi und Annina eilen auf den Baron zu, den sie stützen und auf einem der Stühle in der Mitte niederlassen. Ich habe ein hitzig Blut um Erz, um Leinwand verbannt, Herr. Ich verblut mich auf eins, zwei, aufhalten den! Und Polizei! Die sämtliche faninalsche Dienerschaft, auch das weibliche Hausgesinde, Küchenpersonal, Stallpagen sind hereingeströmt. Der junge Kavalier und das Fräulein Braut, versteht's? War dem Geheimen schon recht vertraut, versteht's? Wer mir zu nahe kommt, der lernt beten. Was da passiert ist, das kann ich vertreten. Alles geht durcheinander. Furchtbar, was mir ein Blitz für ihr erzwungen hat. Ich spüre mir seine Hand im Jungschluse. Liebste. Die Lerchenhäuschen haben von Octavian abgelassen und gehen auf die ihnen zunächst stehenden Mägde handgreiflich los. Leinwand her, Verband machen, Fetzen aus dem Wand machen, vorwärts kann ich Komponaden, Leinwand her für seine Gnaden. Die Leichenauschen machen Miene, sich zu diesem Zweck der Hemden der jüngeren und hübscheren Mägde zu bemächtigen. Ich kann ein jedes Blut mit Ruhe fließen sehen, nur bloß das meine ich nicht. Oh, so tu sie doch was gescheit, so rett sie doch mein Leben, oh. In diesem Augenblick stürzt Faninal herein. Der Schwiegersohn, wie ist ihm denn? Mein Herr und Heiland, dass ihm in mein Palais das hat passieren müssen. Gelaufen um den Medikus, geflogen, meine 10 teuren Pferde zu Tod gehetzt.
Ja, hat denn niemand von meiner Livree dazwischen fahren mögen? Fütter ich dafür einen Schock Baum Lammerlaken, dass mir solche Schand passieren muss in meinem neichen Stadtpalais? Hätte wohl von eurer Liebten eines anderen Anstands mich versehen. Und das schöne, freiherrliche Blut, was auf dem Boden rinnt. Pui! So eine ordinäre Metzgerei. Hab heute so ein jung und hitzig Blut, ist nicht zum Stillen. War mir von eurer liebten hochgräflicher Gegenwart all ihr wahrhaftig einer anderen Freude gewärtig. Er muss mich pardonieren. Bin außermaßen sehr betrübt über den Vorfall, bin aber außer Schuld. Zu einer mehr gelegenen Zeit erfahren euer Liebten wohl den Hergang aus ihrer faulen Tochter. Ja, da möchte ich recht sehr bitten. Wie Sie befehlen, Vater. Ich werde Ihnen alles sagen. Der Herr dort hat sich nicht so, wie er sollt, betragen. Ei, von wem redet sie da? Von Ihrem Herrn zukünftigen? Na, ich will nicht hoffen, wäre mir keine Manier. Ist nicht der Fall. Sehe ihn mitnichten an dafür. Sieht ihn nicht an? Nicht mehr. Bitte sie dafür um gnädigen Pardon. Sieht ihn nicht an, nicht mehr. Mich um Pardon. Liegt dort gestochen. Steht bei ihr, der Junge. Blamage! Mir auseinander, meine Ehe. Alle Neidhammel von der Wieden oder Leimgrum auf in der Ehe. Der Medikus stirbt mir wohlmöglich. Sie heiratet ihn. Möcht eurer Liebten recht in aller Devotion gebeten haben, schleunig sich von ihr zu retirieren und nimmer wieder zu erscheinen. Hör sie mich. Sie heiratet ihn. Und wenn er sich verbluten tät, so heirate sie ihn als Toter. Heirate den Herrn dort nicht lebendig und nicht tot. Sperr mich zuvor in meine Kammer ein. Ach, sperrst dich ein. Es sind Leute genug im Haus, die dich in Wagen tragen werden. Spring aus dem Wagen noch, der mich zur Kirche führt. Springst aus dem Wagen noch? Na, ich sitz neben dir. Werd dich schon halten. Geb halt dem Pfarrer am Altar nein, anstatt ja zur Antwort. Gib's nein, anstatt ja zur Antwort. Ich steck dich in ein Kloster, Sandepete. Marsch! Mir aus den Augen, lieber heute als morgen, auf Lebenszeit! Bitte um Pardon, bin doch kein schlechtes Kind, vergeben Sie mir nur dies eine Mal. Auf Lebenszeit! Sei Sie nur ruhig, Liebste, um alles. Sie hört von mir, leb Sie wohl. Auf Lebenszeit! So geh doch nur dem Pfad aus den Augen, komm mit! Ein Schluck von was zu trinken? Ja, ein Wein, ein Bier, ein Hippokrat mit Ingwer. So einen Herrn zurichten, Miserabel, in meinem Stadtpalais. Sie heiraten ihn um desto früher. Bin Manns genug. Ist gut. Manns genug. Küss ihm die Hand für seine Güte und Nachsicht. Gehört alles ihm im Haus. Ich laufe, ich bringe ihm. Ein Kloster ist zu gut. Sein Außersorg weiß, was ich Satisfaktion ihm schuldig bin. Und er stürzt ab. Da liege ich. Was einem Kavalier nicht alles passieren kann in dieser Wiener Stadt. Wäre nicht mein Gusto hier, da ist er ins Ganze sehr in Gottes Hand. Wäre lieber schon daheim. Sakraments, verfluchter Bub, nicht trocken hinterm Ohren, Fuchtel mit Spade. Welischer Hundsbub das? Dich sollte nur erwischen, in Hundezwinger sperre ich dich bei meiner Seele, in Hühnerstall, in Schweinekofen, die die Kuranzen solltest alle Engel singen hören. Schenk er nur ein, da schnell. Und doch, muss lachen, wie sich so ein Loder mit seinen 17 Jahren die Welt imaginiert. Mein Gott weiß, wie er mich konterkariert. Umgekehrt ist auch gefahren. Möcht um alles nicht, dass ich dem Mädel sein rebellisch Aufbegehren nicht verspüret. Gibt auf der Welt nichts, was mich enflammiert und also vehement verjüngt, als wie ein rechter Trotz. Ja, Medikus, verfüge sich voraus, mache des Peters lauter Federbetten, ich komm. Erst aber trinke ich noch marschiere, nur indessen, na. Ohne mich, jeder Tag dir so. Anina schleicht sich verstohlen herein und winkt ihm geheimnisvoll mit einem Brief. Für mich? Von der Bewussten. Wer soll da gemeint sein? Nur eigenhändig insgeheim zu übergeben. Zeig sie den Wisch. Such sie in meiner Tasche meine Brillen. Nein, such sie nicht. Kann sie Geschriebenes lesen? Da. Herr Kavalier, ja? Den morgigen Abend hätte ich frei.
Sie haben mir schon gefallen. Nur geschämt habe ich mich vor der fürstlichen Gnaden, weil ich noch gar so jung bin. Das bewusste Mariando. Kammerzofel und Verliebte. Wenn der Herr Kavalier den Namen nicht schon vergessen hat. Ich warte auf Antwort. Sie wart auf Antwort. Geht alles recht am Schnürl, so wie es aus, und hat noch einen anderen Schick dazu. Ich hab heute schon einmal ein Lärchen aus Glück. Kommen Sie nach Tisch, gebe die Antwort nachher schriftlich. Ganz zu Befehl, Herr Kavalier. Vergessen nicht der Bote. Ohne mich, jeder Tag dir super. Vergessen nicht der Bote, euer Gnaden. Das später, alles auf einmal, dann zum Schluss. Sie wart auf Antwort, dreht sie ab, indessen schafft sie ein Schreibzeug in mein Zimmer hin dort drüben, dass ich die Antwort dann diktiere. Mit mir, keine Nacht.